Hallo und herzlich willkommen bei Shoki Banuki New Television zu Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Das hier ist der Christian. Gute. Und ich bin der Marc. Wir haben heute den 27. Dezember. Genau. Und sicherlich auch ein Geburtstagskind, oder? Das Geburtstagskind des Tages, Gérard Depardieu. Oh, Gérard Depardieu. Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Wie man am Namen erkennen kann, ursprünglich Franzose. Ja. Mittlerweile ja, glaube ich, russischer Staatsbürger. Richtig, da war richtig, auch was. Richtig, da ja. War was. Gérard Depardieu wurde 1948 geboren, französischer Schauspieler. Ich kenne ihn aus seiner Paraderolle Obelix. Ne? Mhm. Ja, so. Mhm, genau. Ja, ja. Und ja, wie gesagt, Geburtstagskind des Tages. Ich weiß jetzt nicht, was alles Gute auf Russisch heißt, aber... Du alter Steuerflüchtling. Gérard Depardieu. Mach's gut, ne? Alles gut zum Geburtstag. Ja, dann hatten wir am 27. Dezember 1995 setzte Frankreich ungeachtet weltweiter Proteste seine Atomversuche fort und zündete trotz dem ganzen Widerstand eine Atombombe unterirdisch auf dem Südsee-Atoll Mururoa. Mururoa-Atoll, richtig, ich erinnere mich, ja. Ja, ja. Schlimme Sache eigentlich. Wann war das? 1995? 1995, kommt ja. Mir auch vor, als ob es gestern war, ne? Ja, ne? Aber, also ja. Das ist schon... Schämt euch auf jeden Fall. 1982, ein paar Jahre davor, das Time Magazine wählt ja immer den Mann des Jahres. 1982. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich gewählt wurde. Ja, 1982 wurde auch der Computer zum Mann des Jahres gewählt. Wie jetzt? Der Computer. Was? Der Computer war Mann des Jahres 1982. Von wem gewählt? Vom Magazine Time. Time Magazine. Echt jetzt? Ja, genau. Der Computer, Mann des Jahres. Herzlichen Glückwunsch, ihr Computer da draußen. 1-0-1-0-1-0-0-1-0. Ihr habt es euch verdient. Macht weiter so. Macht's gut, ne? Marc, ja. Bis die Tage. Wir sehen uns. Und euch auch. Ciao. Tschüss.